bisschen lustig ist es schon. So. Geheimeingang. Geheimeingang. Geheimraum. So, lass mich raten. Du gibst mir jetzt den Dingsbums. Den Steam Cell? Nein, überraschenderweise nicht. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass es mir den Steam Cell gibt. Oh Gott. Ah, gut, dass ich auf ihn und nicht auf mich losgehe. Das Schöne an dem Item. So, ich habe 9 Münzen. Ich bräuchte jetzt 15. Finde ich hier noch irgendwo Münzen? Ich suche Münzen. Dann gebe mir Münzen. Hm. Ich habe hier noch eine Aufladung für das Ding. Keine Münzen mehr. Ich hätte die Münzen nicht verspielen sollen, die 3 Stück, die ich hatte. Vielleicht gibt mir der Automat noch Münzen, wenn ich in die Luft springe. Was bist du denn? Ah, du machst das Ganze irgendwie langsamer? Weiß nicht, ob ich das will. Egal, gib mir das Geld dann im Shop doch noch aus. Und zwar für Automaten. Schmeiß mal alles rein, bis wir 999 Münzen haben. Tausendste möchten wir nicht reinschmeißen. So, und da finde ich jetzt leider nur eine 5 Cent Münze. Ne, hätte eh nicht gereicht. Ich hätte 10 gebraucht. Au. Ich hasse es, wenn sie das tut. Ich sehe in diesem dunklen Ding ihren Schatten nicht richtig. Ich muss den weiter nach rechts bekommen. Oder so ein bisschen schräg durch die Gegend schießen. Das geht natürlich auch. Ich würde mich freuen, dass ich Bandage Girl schon so groß habe. Wird mir natürlich noch mehr. Lack ab, hey, und 2 Schlüssel. Was ist denn da noch drin? Eine Schaufel. Willst du mich verarschen oder so? So, wir kommen tiefer und brechen uns das Genick, wie es aussieht. Tja, run over. Ja, wenn jemand over gerannt wird, dann kann er sich auch das Genick brechen. Ich liebe es. Es ist nicht nützlich, aber ich finde den Effekt irgendwie cool. Achso, die werden dann zu diesen Türmen. Deswegen sind auf einmal so viele Türme. Nehme ich halt neues Herz mit. Spawnt das so spontan. Alles unter Kontrolle. So. Ich habe viele Herzen, das ist gut. Läuft. Läuft. Schön entspannt er dann. Ich glaube, wenn ich Isaac besiege mit ihm, bekomme ich mit Isaac den Würfel. Zeit, dass ich den kriege. Ich benutze mal das Buch. Ach, ich habe ja noch diesen Schrumpfeffekt, ne? Den habe ich am Anfang mitgenommen, oder? Bin ich da im Falschen ran? Bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Was? Wo kommt denn das jetzt her? Vom Gegner? Hm, halte ich für unwahrscheinlich. Das würde bedeuten, die Gegner schießen auf mich. Doch, ich würde nicht sowas tun. So. Da? Ja. Großartiger Raum. Muss ich schon sagen, hat sich voll Kanne gelohnt. Was ist denn da drin? Noch eine Truhe, sehr gut. Die Verarschung hoch 10. 2 Schlüssel für ein halbes Herz. So kann man es natürlich auch regeln. So regel ich meine Probleme. Ich würde gerne mal ein Stück weggehen. Ist natürlich nicht ganz so einfach, wenn der ganze Raum voller Laser ist. Aber das geht schon. Ich liebe es. Los, Bandage Girl!
Man wird normalerweise nicht sie gerettet. Egal. Los. Ein nichteren Feind. Flieg und Sieg, was? Moment, falsches Spiel. Da rechts vielleicht. Das ist der Challenge-Raum. Werde ich hier bestimmt machen, weil da bestimmt total das geile Item drin ist. Zwar ist da drin. Ja, genau. Zwei ganz normale Truhen. Das klingt schon wie etwas, was ich garantiert tun möchte. Vergessen, dass der explodiert. Kluge Sache. Egal, ich kann fliegen. Ich hab Scheiße, die fliegen, durch die Gegend fliegen kann. Alles gut. Muss den Bossraum finden und alles wird noch viel besser. Und wir haben den Bossraum gefunden. Hey. Fällt mir gerade ein, ich muss das hier noch tun. Dann muss ich dieses Gewächs noch töten, das irgendwie nichts tut, außer zu wachsen. Was tut es? Es wächst. So bedrohlich. Der Wahnsinn. Jetzt will ich ganz Feuer ausmachen, sonst fliege ich da noch rein. Ich sehe es kommen. Ich mag das Ding. Es ist nicht nützlich groß, aber ich mag's. Was ist denn da drin? Noch mehr Herzen. Sehr gut. Geld und Bomben, naja. Egal, ich habe zwei Herzen bekommen. Ich weiß nicht so genau, was ich damit anfangen soll, aber... Oh Gott, es ist... Moment, tot war... Das macht er alles langsamer. Ich hasse es, wenn er das tut. Vor allem, wenn ich es nicht kann. Wir werden das eines Tages auch mal können, vielleicht. Ich weiß, wenn du mal den Typen da angreifen würdest, Bandage Girl. Diesen großen, fetten, du weißt schon. Diesen Boss. Danke. Yay! Ich hab's geschafft, Super Bandage Girl. Wenn ich überlege, wie lange ich dafür beim ersten Mal gebraucht habe, ne? Egal, jetzt habe ich Super Bandage Girl. So, wir gehen weiter. Irgendwo lag noch so ein. Ich spiele noch ein bisschen Bomberman, habe ich das Gefühl. Bomberman ist schon cool, jetzt kann man ruhig mal eine Runde spielen, vor allem mit Bandage Girl. Alles. Ach fuck! Ich hab's nicht gesehen. War das nicht geplant so. Das ist eine unbekannte Pille, die lasse ich lieber liegen. Wer weiß, was die tut. Leck mich doch. So war das nicht gedacht. Aber okay. Ich treffe die Scheiße nicht. Nein, ich möchte nichts neu würfeln. Es läuft gerade so gut. Ich hole mir jetzt noch das Ding und dann lasse ich es, hier noch mehr Räume erkunden zu wollen. Da mal durch. Hätte ich den Wafer, würde ich es tun, aber ohne den Wafer. Gut, wer weiß, welche Schätze ich durch verpasse, ne? Aber das Risiko nehme ich in Kauf. Dann geht's abwärts. Ach, ich habe doch den Hierophant ganz vergessen. Scheiße. Mama will uns nicht und tritt uns voll ins Gesicht. Würde ich auch tun bei so einem Kind. Ja, bestimmt. Wird das passieren. Vintage Girl macht fast genauso viel Schaden wie ich. Großartig. Ja, solange sie nicht mehr Schaden macht als ich, dann wird's peinlich. Und sie läuft genau wie die Gegner um die Steine herum. Sehr gut. Das erinnert mich so ein bisschen an Flipperspiel. Soll ich da rein? Warum nicht? Yay, Two of Hearts. Genau die Karte, die ich brauche, wenn ich mit einem Charakter spiele. Oh!
Spiel, der keine roten Herzen sammeln kann. Das miese Ding hier erinnert mich an Command & Conquer, wo du startest und dann ist Tanya erst mit den Fässern und explodiert erstmal. Du hast die Mission verloren. So, bitte Herzen wiederherstellen, danke. Aber wenn man fliegen kann, kann man über die Sachen drüber schießen? Ernsthaft? Oder ist das jetzt irgendwie wegen dem flachen Ding? Das geht doch sonst immer erst, wenn man... Okay, keine Ahnung. Es geht auf jeden Fall, stelle ich gerade fest. So, was ist in der Arcade denn drin? Ich kann nochmal Geld spenden oder Blut. Okay, wir sind fertig mit Geld spenden, wie es aussieht. Blut möchte ich nämlich nicht spenden. Nicht ohne den Wafer und... nicht in dieser Ebene. Fick mich. Warum sterbt ihr nicht einfach, hm? Wärst du damit? Einfach mal sterben. Ich habe nämlich keine Lust auf euch. Ich muss auch noch ein Stockwerk höher. Ey, tief. Höher. Höher. In dem Fall muss ich höher. Da ist der Boss. Will ich hier den Boss oder erst noch einen Raum machen, damit ich das Ding nochmal voll bekomme? Weißt du was? Ich habe doch den. Hierophantenkarte! Und das Buch. Ach, leck mich doch. Leck mich, habe ich gesagt. Los, Bandage Girl, tu deinen Job und mach Damage. Yeah, das nenne ich Damage. Vor allem mit der Geschwindigkeit halt, ne? Und sie nimmt keinen Schaden. Das ist, ich bin so froh, dass ich das Ding zusammenbekommen habe. Ah, Dead Baby, yeah. Gut, gehe ich weiter. Was soll ich sonst noch hier? Ich könnte noch Dings in die Luft springen, aber ich gehe weiter, komm. Wir gehen nach oben und versuchen Isaac zu töten. Und bekommen erstmal einen Ball in die Fresse. Was passiert, wenn du Sachen versuchst? Versuch's nie wieder. Ja, leck mich doch. Gibt's hier irgendwo mal... Challenge, wo nicht nur Scheiße drin ist. Bandage Girl regelt das schon. Achso. Das Bandage Girl, regel mal. Ich will auch so viel Schaden machen. Vor allem mit der Geschwindigkeit. So, hier könnte ein geheimer Raum sein. Ist der auch. Er ist super Creed. Na, großartig. Hier, geh mal hin. Geh hin, töte ihn. Ach, leck mich doch. Ihr trifft mir natürlich jetzt wieder alles. Das ist nur so eine Scheiße. So, wir gehen da lang. Oh Gott, ich hasse diese kleinen rumfliegenden Nupfen. Was sind das überhaupt für Dinger? Super, während ich Probleme mit den kleinen habe, killt Bandage Girl mal einfach den Boss. Los, Bandage Girl. Schnapp ihn dir. Ui. Bandage Girl hat's drauf. Ich wäre auch gern Bandage Girl. Ich hätte Bandage und könnte den ganzen Tag an mir rumspielen, weil ich ein Girl bin, ey. Was? Justice! Was bekomme ich denn? Naja, Haufen Scheiße. Wie meistens, ne? Verdammt, Mistviecher. Ich habe ja ihn noch, ganz vergessen. Er ist nicht so nützlich, aber ich habe ihn halt. Ich muss näher ran, damit Bandage Girl auch was tut. Ich möchte aber nicht näher ran, die haben zielsuchende Scheiße. Machen wir es eben so. Ach, diese Verarsche, ne? Hier hast du ein rotes Herz, freust du dich? Ein blaues Herz, schon besser. Jetzt noch ein mächtiges Item und alles wird gut. Bomben und Geld, großartig. Komm schon, geh sterben. Danke. So, was ist da noch? Noch mehr Gegner, hey.
Ja, und deswegen möchte man unter anderem Bandage geladen. So, ich habe eine unbekannte Pille, die ich jetzt mal lieber nicht benutzen möchte. Aber er möchte eine Bombe in mir spawnen, danke. Gut, genau genommen hat er eine fliegende Bombe in mir gespawnt, aber Details. Feuer macht sie leider nicht aus. Kann er Feuer ausmachen? Nein. Könnt ihr überhaupt irgendwas? Seid voll nutzlos so. Mehr Schlüssel, mehr Bomben. Großartig. So, mach ich noch ein paar Räume oder. Oh, ich hab. Nachteil ist, ich könnte getroffen werden. Der Vorteil ist, ich könnte das Buch nochmal auffüllen, vielleicht. Wow! Super, wieder nichts Vernünftiges bekommen. Ach komm, machen wir noch zwei, drei Räume, bevor wir Isaac dann nicht töten, weil wir zu viel Herzen verloren haben bei dem Versuch, Räume zu machen. Und tot. Einfacher Raum. Easy. Da ist das Buch auch schon wieder voll. Großartig. So, das Fragezeichen, Baby. Jawoll, und Bandage Girl regelt das. Alles voll unter Kontrolle, das Mädel. Wieso hab ich keine Freunde wie Bandage Girl, die alles totschlägt, was mir in den Weg stellt? So, das tut auf. Das war Absicht? Das war auch Absicht. So nehme ich gegen ihn nur halben Schaden. Den D6 haben wir freigeschaltet, aber ich gucke mir jetzt erst noch die anderen Räume an. Vielleicht finde ich ja noch eine Karte oder so, die uns tiefer bringt. Höher, wie auch immer. Geht das überhaupt hier? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kriege ich sie eh nicht. Ein leerer Raum. Ein Raum mit einem Boss. Und diesen scheiß fliegenden Viechern. Die schlimmer sind als der Boss. Ja, Bandage gehört halt alles unter Kontrolle. Passt. Schöner ran. So muss das laufen. Immer. Gut, es könnte besser gehen, also. Da geht aber noch mehr, ne? Spiel, streng dich mal an, ne? Tür auf, Sachen nach mir zu werfen. Schießen, wie auch immer. Hebe ich mir Vergleich auf. Ich spende das noch mit Geld, vielleicht schreibe ich noch irgendwas frei. Nö, dachte ich mir. Nee. Das ist nicht so direkt, was ich suche. Aber damit hätte ich den Dingsbuchraum. Ich habe auch alle Geheimräume, da ist nichts mehr zu holen. Scheiße. Jetzt wird Spielzeitstreckung betrieben. Ne, da wird nichts drunter sein. Da sind keine Steine zum Sprengen. Da war das Ich verarsch dich mal Ding. Ich möchte den auch noch in die Luft kommen. Hier denn hier Spiel oder ein blauer Stein sehe ich jetzt erst. Kann ich aber schon nicht mehr mitnehmen, was er mir gibt. Nee. Nee. Geht auch langsam die Bomben aus. Da war nur das Herz noch drin. Was mir nichts bringt, weil ich eh keine. Ah, vielleicht noch. Nö. Okay, nee, komm. Wir haben noch 4 Bomben. Verschwenden wir sie noch. Genießen wir die Musik. Das blaue Herz, das wir nicht mitnehmen können. Eine habe ich noch. Hab hier noch irgendwo eine größere Formation und Felsen? Nö.
Großartig, Balls of Steel. Ich hab ja nicht schon irgendwie. Da ist natürlich auch nichts mehr, natürlich nicht. Aber ey, machen wir schon noch den Challenge-Raum. Weil, was ist das denn? Keep your friends close. Will ich das? Nee, gib mir Fade ab. Macht keinen Unterschied mehr, ich hab den Run eh schon geschafft. Gleich. Jetzt wechsle ich schnell das Item, weil es hier herumliegt. Wenn ich nicht aufpasse. Und ich bekomme ja auch nicht mal mehr was. Großartig. Gut, dann war es das wohl. Verdammt. Wir können auch mal das Buch benutzen. Yeah. Hab's gesehen, wie ich das Buch benutzt habe? Ja, das war schon toll, ne? Ui. Ja, das hatten wir schon. City 6. Zeige noch kurz, was er die 6 macht. Komm, jetzt zeige ich es mal kurz, was er die 6 macht. Dazu nehmen wir Isaac, der den jetzt standardmäßig hat. Und Isaac war schon mal oben? Der war schon mal oben. Ich kann mich jetzt zwar nicht mehr erinnern, wann das gewesen sein soll. Aber okay. Er war auf jeden Fall schon mal oben. Er hat sogar gewonnen? Muss ein Bug sein. So. Könnte mich doch daran erinnern. So, Schlüssel und dann gehen wir da rein und dann haben wir da ein Item, was wir nicht wollen. Dann drücken wir das und bekommen ein anderes. Das ich auch nicht so wirklich möchte. Okay, gucken wir mal noch, ob ich was Gutes bekomme. Wenn nicht, mache ich Schluss. Mache ich Schluss, endgültig. Zeit, sich aufzuhängen. Ich mache das, was mein Amiga früher gemacht hat. Aufgehängt. Aufgehangen, aufgehangen, bin mir nicht sicher. Hat sie aufgehängt. Aufgehangen. Ich glaube, hangen wäre richtig, ne? Er hing! Am Haken, ey, was? Nee. Ich hab mir neu, dass da ein Haken war, aber okay. Der Haken war, ich konnte da nicht mehr spielen, das war der Haken. Die Fliegen bitte mal weggehen. Ich möchte meine Privatsphäre bitte etwas genießen. Diesen Raum voller Spinnweben. Und dann gehen wir nach da oben und da ist auch wieder nichts. Voll Interesse. Such den Geheimraum, Itemraum. Suche Items, Items. Das Problem ist, ich verballere jetzt sämtliche Aufladungen und dann. Ja. Sämtliche Aufladungen, sämtliche Räume, wo ich den aufladen könnte, den Würfel und hab dann entweder beim Boss oder im Itemraum keinen Würfelversuch. Das ist nicht so toll. Muss ich sagen. Würdest du bitte mal sterben? Sterben, habe ich gesagt. Nicht mich töten. Mich töten ist böse. Hallo, habt ihr nicht gehört? Böse? Und so. Das war das falsche Item. Das Item wollte ich gar nicht. Egal, ich hab. Zielsuchende Schüsse. Ist auch schon mal was. Hey, vielleicht krieg ich dieses Mal ja Cube of Meat. Das brauche ich nämlich auch noch. Das ist genauso nervig wie. Dingsbums, weil man da diese vier Tuppen hintereinander haben muss in einem Run. Oder vier Tuppen, diese vier Reiter der Apokalypse haben muss in einem Run. Und dann hat man nur drei, hat man geschnitten. Dann heißt es mehr Glück beim nächsten Mal. Und eine Cube of. Ach, das ist eine von meinen, okay. Cube of Meat kann man meines Wissens nach auch nicht rerollen. Das Problem ist, jetzt habe ich natürlich das Item da mitgenommen, was ich gar nicht mitnehmen wollte, aber jetzt habe ich auch die Cube of Meat und war dann nicht noch ein rotes Herz gelegen da drüben. Oder oben. Okay, ich behalte den dran mal. Wenn ich es nicht vergesse, bis zum nächsten Mal. Ich werde nämlich gleich Schluss machen. Und die aufhängen. Apropos aufhängen. Wer hat Lust auf Schaukeln? So, ich habe leider keine Schaukel. Und hätte ich eine, hätte ich keinen Platz, sie aufzuhängen. Ich könnte sie an der Lampe befestigen, aber ich glaube, das wäre nicht so gut.
gibt's kein E-Pack. Dann könnte ich mich da durchbomben. Und abwärts. In die tiefen Tiefen. Der Hund tiefen Tiefen. So. Exit. Das war's für heute im Binding of Isaac. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.